Warum hat Harry Potter den armen Weasleys eigentlich kein Geld gegeben? Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir erneut über den Reichtum von Harry Potter sprechen. Nun, es sollte niemanden überraschen, dass Harry reich war, und zwar steinreich. Ich meine, vielleicht war er nicht so reich wie die Malfoys oder die Lestranges, aber er hatte definitiv genug Geld und Gold, das er im Laufe der Filme und Bücher geschickt bewahren konnte, indem er sich alles kaufen ließ. Ernsthaft, Harry musste nie etwas für sich selber kaufen. Hedwig hat Hagrid gekauft, der Nimbus 2000 McGonagall, der Feuerblitz Sirius Black. Er musste also nie große Mengen an Geld ausgeben. Wir lernen Harrys Goldmassen gleich zu Beginn der Saga kennen, als Hagrid ihn in Gringotts zu dem Tresor 687 bringt, seinem eigenen Tresor mit seinem eigenen Vermögen darin. Als Harry hineingeht, ist er sichtlich verblüfft von der schieren Menge an Münzen, die vor ihm liegen. Ein wahrer Angriff auf seine Sinne. Der Reichtum der Familie begann mit dem Gründungspatriarchen der Familie, Linfred von Stitchcomb. Ein Trankhersteller aus dem 12. Jahrhundert, der im Tränkegeschäft recht erfolgreich war. Harrys Großvater Fleamons Potter führte das Familienunternehmen weiter und machte selbst damit ein Vermögen, das er an Harrys Vater James vererbte. Das bedeutete, dass nach dem Tod von James das Vermögen auf Harry überging. Ich denke, eine gute Frage ist, was hat Harry mit seinem Geld gemacht? Hat er es philanthropisch verwendet? Hat er es benutzt, um den Weasleys zu helfen? Ich meine, sie waren die Familie, die ihn als einen der ihren aufnahmen. Sie hatten auch finanzielle Probleme. Ich sehe hier eine offensichtliche Verwendung für sein Geld. Im krassen Gegensatz zu Harry haben wir die Weasleys, die arm sind. Und ich meine wirklich arm. Es war nicht so, dass Arthur einen schlechten Job hatte. Es war nur so, dass er und Molly so viele Kinder hatten. 7 Sets Schulsachen, 7 Sets Kleidung und 7 Mäuler zu stopfen, 8 wenn man Harry mitzählt. Arthurs Gehalt musste eine Menge Kosten abdecken. Ihre finanzielle Lage war so übel, dass Weasley fast zum Synonym für arm wurde, etwas woran Draco Malfoy sie so gern erinnerte, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Findest du meinen Namen witzig, ja? Nun, nach deinem brauche ich ja wohl nicht fragen. Rotes Haar und ein abgenutzter Mantel, du musst ein Weasley sein. Bei Molly klappte es auch nicht, was ein Teil des Problems war, aber fairerweise muss man auch dazu sagen, dass sie 7 Kinder haben und es ist sicher nicht einfach, sie zu versorgen und sie alle zu organisieren. Aber ich nehme an, sie hatte wohl eine kleine Pause, als die Kinder in Hogwarts waren, oder nicht? Das Entscheidende ist, dass sie kein Geld hatten. Also lautet meine Frage, hat Harry ihnen jemals geholfen? Hat Harry den Weasleys Geld gegeben? Hat er jemals etwas von diesem Vermögen an die Familie verteilt, die es wohl mehr verdient hat als alle anderen? Eine Zeit lang war Ron Weasley Harrys bester Freund ohne Zauberstab, weil er zerbrochen war. Das behinderte seine Ausbildung und seine Familie konnte es sich nicht leisten, ihn zu ersetzen. Warum um alles in der Welt hat Harry Ron kein Geld für einen neuen Zauberstab gegeben? Ich kann irgendwie verstehen, dass es Harry unangenehm ist, Ron Geld offen anzubieten. Hätte er ihn nicht mit einem neuen Zauberstab einfach überraschen können? Warum konnte er nicht Geld an Molly und Arthur schicken, um ihn für ihn zu kaufen? Ich verstehe, dass die Weasleys stolz sind und vielleicht kein Geld von Harry annehmen wollen, aber durch die Bezahlung des Zauberstabs würde Harry sie einfach für etwas entschädigen, das von vornherein seine Schuld war. Das ergibt irgendwie nicht viel Sinn alles. Es ist eine unangenehme Angelegenheit. Harry hat sich vielleicht komisch gefühlt, Ron Geld zu geben, und ich wette, dass Ron sich seltsam fühlen würde, das Geld anzunehmen. Aber warum hat Harry es nicht über die Lehrer gemacht oder irgendwie anonym? Außerdem bietet Hogwarts finanzielle Unterstützung an, um die Ausgaben für Materialien zu decken. Warum haben Ron und die Weasleys das nicht in Anspruch genommen? Nun, wie sich herausstellt, ist der Grund, warum Ron keine finanzielle Unterstützung beantragt hat, wahrscheinlich derselbe Grund, warum sie kein Geld von Harry annehmen wollten. Molly Weasleys Stolz. Das wird nicht billig werden, sagte George mit einem kurzen Blick auf seine Eltern. Lockharts Bücher sind wirklich teuer. Wir kommen schon zurecht, sagte Mrs. Weasley, aber sie sah besorgt aus. Ich glaube, ein Teil dieses Stolzes rührt daher, dass sie tatsächlich etwas Geld hatten. Es wurde nur so sehr unter den Familienmitgliedern aufgeteilt, dass es die Dinge schwierig machte. Arthur hatte ein ansehnliches Gehalt, aber es reichte nicht aus, um alle bequem zu versorgen. Wären sie wirklich arm gewesen, dann wären sie vielleicht empfänglicher gewesen für die finanziellen Hilfen, die ihnen zur Verfügung standen. Harry hat also nicht für Rons Zauberstab bezahlt, aber hat er ihn jemals finanziell unter die Arme gegriffen?
Ich glaube, dass die Familie Weasley vor allem wegen ihres Stolzes niemals Geld von ihm angenommen hätte. Es gab jedoch einen Fall, in dem Harry ihnen helfen konnte, insbesondere Fred und George. Allerdings musste Harry diese Spende vor der Familie verstecken. Warum hat Harry den Weasleys kein Geld gegeben, um die Zwillinge vor Molly zu verstecken? Das lag daran, dass sie A. nicht damit einverstanden gewesen wäre, dass sie Geld von Harry annehmen und B. sie nicht unbedingt der Meinung war, dass die Eröffnung eines Scherzartikelladens eine Karriereoption für sie war. Harry grinste. Er hatte die Weasley-Zwillinge gezwungen, die 1000 Galleonen Preisgeld anzunehmen. Preisgeld, das Harry beim Trimagischen Turnier gewonnen hatte, um ihnen bei der Verwirklichung ihres Ziels zu helfen, einen Scherzartikelladen zu eröffnen. Doch er war trotzdem froh zu wissen, dass sein Anteil an der Verwirklichung ihrer Pläne Mrs. Weasley unbekannt war. Sie hielt die Leistung eines Scherzartikelladens nicht für einen geeigneten Beruf ihrer zwei Söhne. Man muss auch bedenken, dass es Harry selbst irgendwie unangenehm war, dass sein Vermögen bei Gringotts lagerte. Geld im Überfluss, das er nie selbst verdienen musste. Dies wird unterstützt durch folgende Zitate. Harry sagte nichts, er fühlte sich ein wenig unwohl. In einem unterirdischen Tresor bei Gringotts in London lag ein kleines Vermögen, das ihm seine Eltern hinterlassen hatten. Und weiter. Harry fühlte sich noch schlechter, als sie seinen Tresor erreichten. Er versuchte, den Inhalt vor ihren Blicken zu verbergen, während er hastig eine Handvoll Münzen in eine Ledertasche stopfte. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass die Weasleys niemals Harrys Geld angenommen hätten, selbst wenn er es angeboten hätte. Harry fühlte sich unwohl über sein Reichtum, und dieses Unbehagen führte dazu, dass er selten darüber nachdachte. Außerdem hätte es seltsam gewirkt, wenn ein Junge einem angesehenen Angestellten des Zaubereiministeriums und den Eltern seines besten Freundes Geld angeboten hätte. Geld ist seltsam und trennend. Es war also nicht so, dass Harry gierig war. Ganz und gar nicht. Er wollte nur rücksichtsvoll und respektvoll gegenüber ihrem Stolz sein. Außerdem muss man bedenken, dass Harry nicht wirklich auf Geld bedacht war. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, weil er es im Grunde genommen immer hatte. Bei den Dursleys bekam er zu essen, Kleidung und Unterkunft und wurde so oft misshandelt, dass er nie wirklich die Möglichkeit hatte, etwas über Dinge zu erfahren, die er vielleicht wollte. Dinge, die über das Nötigste hinausgingen. Harry ist ein freundlicher und guter Mensch, aber er wurde schon in jungen Jahren in den Reichtum hineingeworfen, was bedeutete, dass er die Bedeutung von Geld erst viel später verstanden hat. Es muss sich für Harry wie Spielgeld angefühlt haben. Er kam in eine magische Welt, in der er sich alles leisten konnte, was er wollte, ohne auch nur einen Tag in seinem Leben arbeiten zu müssen. Harry brauchte einige Zeit, um die Beziehung zwischen Zeit und Geld zu verstehen. Und wie viel Arbeit jemand investieren müsste, um sich die Dinge leisten zu können, die er mit einem Fingerschnippen bekommen könnte. Es gab so viel davon, dass es nicht oft auf seinem Radar zu sehen war. Er musste nicht darüber nachdenken. Kinder setzen die Bedeutung nicht unbedingt Zeit mit Anstrengung gleich. Und als Harry wirklich die Bedeutung des Goldhaufens erkannte, auf dem er saß, hatte er bereits eine so starke Beziehung zu Ron aufgebaut, dass es bitter unangemessen gewesen wäre, diese Freundschaft herunterzuspielen, indem er ihm beträchtliche Geldsummen anbietet. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, das beantwortet die Frage, warum Harry den Weasleys nie wirklich Geld gegeben hat. Natürlich abgesehen von den Geldmitteln, die er Fred und George für ihren Scherzartikelladen zur Verfügung stellte. Und das war's mit dem heutigen Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.